So, meine lieben Freunde, es geht auch gleich weiter. So, ich drücke jetzt nämlich Enter und weiter geht's mit dem hoffentlich oder denke ich mal finalen Ende. Mal schauen. Man sieht dort einen, was sieht man da? Einen Soldaten. Hallo Pistole, unser stetiger Freund und Helfer. Wo sind wir hier? Tarnsysteme sind offline. Neustart initialisiert. Michael? Michael, hörst du mich? Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Falls du das hörst, weißt du, wo du mich findest. Ich werde ihn töten. Jetzt mache ich da auch dieses doofe Menü auf. Aber wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. In einem riesigen Loch wahrscheinlich. In der Erde drinne irgendwo. Ich habe da was gehört. Neustartsequenz läuft. Tarnfeld aktiviert. Derzeit nicht verfügbar. Ja, toll. Will ich jetzt aber. Ich habe mit Prophet geredet. Er wird verrückt. Was auch immer in der Sphäre passiert ist, hat ihn ziemlich aufgewühlt. Verschwinde aus meinem Kopf! Genau raus hier! Du hast keine Miete gezahlt. Ja, gut. Das sieht natürlich alles sehr geil aus hier, muss ich ehrlich sagen. Ich muss da jetzt, glaube ich, einfach mal runter. Ach, ist ja gar nicht so tief. Na, dann geht's ja. Sie denken, ich bin der Alpha-Chef. Sie verlieren sich an die Ferien, Sie. Ich bin der Alpha-Chef. Boah, wie es aussieht. Ich hab da doch gerade was laufen. Sieht sehr interessant aus. Sehr, 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 sehr. Mülleimer. Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar Identitätsstörungen. Wow, wo sind wir denn hier? Das ist ja eine geile Höhle. Hallo? Willst du bitte da hoch? Ey, wie der die Leute verarschen will. Hauptsache halt. Okay, das ist wohl die Internet-Pipeline von Europa nach Amerika. Würde ich jetzt mal sagen. Ups. Ich glaube, das hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Jetzt bin ich da natürlich doof. Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar assoziative Identitätsstörungen.
Gut, also nochmal schnell da hochlaufen. Dann passt doch alles. Weg da. So, diese Kristalle kennen wir doch aus dem ersten Teil. Oh, jawoll. Was hier Pfeilmunition sucht, weiß ich zwar jetzt auch nicht. Ja, die habe ich schon voll, oder wie? Warum kann ich denn den nicht nehmen da? Hä? Oh, ich bin voll. Ja gut, ich dachte nur, weil das so rot am Gammeln ist. Was ist das da vorne? Das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Oh, einer hat sogar gleich. Also ohne Energie muss ich ganz ehrlich sagen, ist das hier eine heikle Sache. Das geht mir gar nicht. Gesundheit kritisch, ja, ich gehe ja schon in den Blick. Oh je. Ey. Ich hab ihn. Oder hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Ey, dieses dumme Rückgeladen, da kann ich gar nicht anfangen. Ich weiß ja nicht, wie viel Munition wir haben. Ich weiß auch nicht genau, wo ich lang muss. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, man macht doch mal ein Schild. Ey, ja, Nervensäge. Puh. Da kann man jetzt nicht viel machen, leider. Wo war denn der jetzt? Ich bin mein Pfeil wieder. Yay!
wieder ein Mindcarrier, so wie das da gerade stand zumindest. Die Zukunft gezeigt. Seid ihr bereit? Zu Opfer? Gar nicht. Was wird nötig sein? Muss ich mehr zum Seth werden als die Seth? Was wirst du dann tun? Freiheitsstrahl. 61%. Energiespitze. Wurmloch. Maximale Ausdehnung. Xenoseth Kampfschiff. 25 Minuten. Wir haben unser Wesen grundlegend verändert. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun muss, ne? Ah, hier muss ich wahrscheinlich sein. Ein Mindcarrier. Ich kann ihre Energie gegen sie einsetzen. Wow. Ist denn ein? Immer mit der Brille. Maximale Panzerung. Irgendwas hat mich da angeschossen, wahrscheinlich hier. Sniper. Oh, du Pisser. Hä? Was willst du tun? Was willst du tun? Kaputt ist. Geht doch. Oh. Ich glaube, so einen nehmen wir mal mit. Ah, hier ist erst. Dann kommt man da erst hin. Oh. Ja, gut. Du wirst keine Munition verschwendet. Doch mal gut jetzt, Herr Gott.
Mann, meine Fresse. Okay, bin ich irgendwo runtergefallen. War natürlich alles geplant. Nichts mehr an dir hast. Sie haben keinen Namen. Ist der Self, ist überhaupt ein Mensch? Rekombinant DNA. Gott nochmal, sieh dich an! Denkst du, ich zerbreche an dem, was ich aufgeben musste? Ist es das? Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist. Rampe hier. Das Finale. Hoffe ich. Sieht wie so aus. Jawohl, dann müsste eigentlich noch so ein Boss bei mir kommen. Der Alpha-Set. Wäre das schon noch eine geile Sache. Das fehlt. Ich hoffe, das kommt auch noch. Ach, klar kommt das. Ich springe jetzt hier nicht mehr. Das ist der Wurmloch. Komm, legen wir mal die Waffe weg. Ich auch mal ein bisschen flinker unterwegs. Du Hurensohn, du und ich,
genau wie geplant. Komm schon! Ich bin dauernd nur am Sterben, das macht aber nichts weiter. Das ist ja nicht weiter schlimm. Also, Alpha ist sehr fällig. Manchmal eben ist ja kein Ding, ne? Du Hurensohn! Du und ich! Genau wie geplant! Komm schon!
Ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. Ich bin besser als du. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Ja, wo ist er denn?
Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durch. Ich werde dich da rausholen. Uns denn jetzt hin vertrieben? Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. Prophet! Prophet! Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschengedenken. Nur Befehle, befolgt? Ist der überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Halt durch! Jeder hat eine Wahl. Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Was? Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es geht nie nur um den Anzug! Und, halt durch! Ja, das scheint ja dann das Ende zu sein. Mal schauen, ich drücke mal. Vielleicht kommt ja doch noch was. Wer weiß. Ein Video bestimmt. Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale. Orbitale. Vernichtung. Das sah aus wie der Anfang von Crisis 1, wo man aus dem Flugzeug raus ist.
was wir gelernt haben. Denn der Preis für dieses Wissen war unfassbar hoch. Niemand weiß, was die Zukunft bringt, aber wir werden sie gemeinsam erleben. Im festen Wissen um alles, was wir verloren und wieder gefunden haben. In der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Informationen und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Fürs Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. What the fuck? Sie nannten mich Prophet. Hey, das ist Original Teil 1. Das ist genau die Insel. Sehr geil. Wo alles angefangen hat. Vergessen Sie mich nicht. Das werden wir nicht. Crisis 3. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet, dass der da wirklich nochmal aus dem All zurückkommt und dann auf der Insel landet, die man das erste Mal in Crisis überhaupt sieht. Das ist die Anfangsinsel und diese Bucht kenne ich noch ganz genau. Sehr, sehr hammergeil. Also großes Lob an Crytek. Da haben sie ein ordentliches Spiel hingeballert. Und ja. Gut, die Credits müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht geben. Ich weiß auch gar nicht, ob man die... Doch, man kann sie natürlich wegdrücken. Und da sind wir auch schon wieder im Hauptmenü. Sehr geil. Ja, damit sind wir auch am Ende unseres Crisis 3 Let's Plays. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und mein nächstes Projekt wird dann wahrscheinlich Bioshock Infinite werden. Oder Infinity oder wie auch immer man es gerne aussprechen mag. Das soll jedem selbst überlassen sein. Das kommt ja dann nun in einer Woche raus. Und da werde ich mich dann dran wagen. Und jo, dann war schön, dass ihr dabei wart. Haut rein, Leute.